Fuck, man. Peis. Ja, jetzt spielen wir einen anderen. Wir spielen im gesamten Spiel vier verschiedene Charaktere. Mal anmerken. So, dann gehen wir hier rein. In das Etablissement. Oder was ist das? Lauren Winter, klingelst da? Nein, eher nicht. Ah, die Lauren Winter. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Hotel? Oder sowas? Pension? Dritte Tür links. Aber, ey, das will ich euch jetzt zeigen. Das ist übelst, was hier in den Zimmern teilweise abgeht. Also ein Puff. Ich glaube an jeder Tür, das ist übelst hier. Die Tür? Warte mal. Zwei? Hä? Nur zwei. Entschuldigung. Oh, das war jetzt kacke. Lauren Winter. Tut mir leid, Kunden, nur mit Termin. Halt. $50. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Plappe. Geht klar. Note. Hausnote. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Zehn Minuten. Du solltest dich ausziehen. Deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie? Eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich habe der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie! Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot, was ändert das noch? Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? So ist das nämlich. Was wollen Sie wissen? Wie war Johnny? Was für ein Kind war er? Johnny war ein guter Junge. Er hat sich manchmal geprügelt, wenn Kinder mich... Naja. Auf seine Art wusste er wohl genau Bescheid. Erzählen Sie mir von Johnnys Vater.
Ein Loser ohne Job, der im Suff gern zuschlug. Hab ihn nicht gesehen, seit Johnny weg ist. Feigling. Wer braucht den schon? Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ich treffe ziemlich schräge Leute in meiner Branche. Klar, daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny sowas angetan. Meinem Johnny. Und all den anderen Kindern. Lebte Johnny bei Ihnen? Ja. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass er nie Kunden gesehen hat. Ich wollte aufhören. Aber wir brauchten das Geld. Ich wollte so viel verdienen, dass wir hier raus konnten. Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. Ich lasse meine Karte auf dem Küchentisch. Man weiß ja nie. Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas, rufen Sie an. Wow! Alter, was ist denn? Das ist kaputt. Gefunden. Asthma. Scheiße, Alter. Asthmaanfall. Ich hab dir doch gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Tja, Süße. Aber ich musste dich einfach sehen. Der hier. Wow. Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Wow. Dir geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner! Tür eintreten. Du wieder? Er gibt aufs Maul. Du willst wohl einen aufs Maul, hä? Auf die Fresse, Digga. Ich reiß dir den Arsch auf. Was? Zack. Zack. Nebel. Wow! Schrei! Zack! Kein Mist! Alter! Zack! Erstmal aufs Maul. Daneben. Voll im Rohr. War viel zu. Wir sehen uns noch, Arschloch. Ach ja. Geht's Ihnen gut? Besser als ihm. Wer ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden.
Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos. Mr. Shelby? Ja. Danke. Hallo. Mein Ding. Hast du gern gemacht. Eine Frau in Not.